In den nächsten Minuten gibt es einen Ausblick auf die Aktienmärkte. Wir schauen, was sich an den Börsen jetzt gerade ändert. Und wir sprechen über internationale Aktienindizes und Währungen. Zum Dessert gibt es dann noch zwei Aktientipps. Die Lage an den Börsen. In den vergangenen 4 Monaten sind die Aktienmärkte gestiegen, seit der Bankenkrise im Frühling. Der Index in den USA hat etwa 19% zugelegt, in der Schweiz ist die Börse etwa 8% gestiegen. Vor allem die glorreichen 7, diese 7 großen Technologieaktien, haben den Aktienmarkt nach oben gezogen. Deswegen haben wir diese O's gesehen. Roland, was meinst du zu dieser O's von den glorreichen 7? Wie schätzt du das ein? Ja, Philipp, wir wissen beide, dass da ja Währungen dahinter stehen. Und wenn man, was meinst du genau mit den Währungen? Ja, wenn man US-Aktien kauft oder auch Indizes, bezahlt man die mit US-Dollar. Und wenn man Schweizer Aktien kauft, mit Schweizer Franken, auch den SMI. Das heißt also, wenn die Währung schwächer wird, wird die Ware teurer. Das ist das, was wir ja überall sehen. Und das begründet auch einen großen Teil der Avance, der scheinbaren Wertzuwächse, die aber eigentlich keine sind, jetzt bei den Fangaktien. Die sind schon gestiegen, aber wenn man jetzt schaut, zum Beispiel Nvidia, also da so ein Börsenstar ist im Augenblick, die ist in Schweizer Franken gesehen nur etwa 7% höher wie Ende Mai. Das heißt, die US-Börse ist vor allem gestiegen, weil der Dollar schwächer geworden ist? Ja, da hat einen wesentlichen Teil dazu geliefert. Wenn man das jetzt anschaut, zum Beispiel beim Nasdaq, der verläuft praktisch flach die letzten 2 Monate. Mhm. Aber wir hatten da überall Jubel und Trubel, der Stiege nach oben, alle rennen dorthin. Aber wenn man das dann nachher in der Kasse anschaut, was übrig bleibt, als Schweizer Investor, ist es gar nicht mal wirklich so interessant. Das heißt, wenn man als Schweizer dort investiert, müsste man eigentlich das Wechselkursrisiko absichern? Ja, eigentlich gehst du ja den Dollar short. Du wechselst den Schweizer Franken in schwächeren US-Dollar. Und weil der einfach tendenziell an Wert verliert, viel schneller als andere Währungen, jetzt die letzten Monate, wird dann die Ware auch entsprechend teurer, die in Dollars bezahlt wird. Also ja, man müsste eigentlich das Währungsrisiko mit absichern. Und dann verdient man eigentlich vor allem am Dollar short. Das heißt, es geht gar nicht so sehr um die glorreichen 7, die da besonders schnell steigen, sondern es geht eigentlich wirklich um die Währung. Ja, auch für US-Investoren wäre es eigentlich so, dass sie eigentlich ihren Profit davon machen, dass sie möglichst schnell ihren Dollar weggeben. Ob sie jetzt Schweizer Franken kaufen und dann eine Schweizer Aktie damit oder sonst etwas, ist eigentlich sekundär. Wichtig ist einfach, dass man den Dollar nicht allzu lange hält. Bis jetzt, während den letzten Monaten, war das so, aber möglicherweise ändert sich ja das dann in Zukunft. Wie sind die Anleger positioniert? In der Finanz und Wirtschaft machen wir vierteljährlich eine Umfrage unter 10 Vermögensverwaltern. Und zuletzt hat sich da gezeigt, die sind vorsichtig positioniert. Nur ein einziger der 10 Vermögensverwalter hat im Portfolio die Aktien übergewichtet. 6 der 10 Vermögensverwalter sind neutral positioniert, also sie setzen nicht besonders stark auf Aktien, und 3 Vermögensverwalter haben Aktien sogar untergewichtet. Ein ähnliches Bild zeigt eine internationale Umfrage unter Fondsmanagern, die wird monatlich von Bank of America durchgeführt. Auch die sind eher skeptisch und vorsichtig positioniert, die Aktien sind immer noch untergewichtet. Roland, wie siehst du das? Wie siehst du das vielleicht auch bei deinen Kunden? Sind die auch so vorsichtig positioniert? Ja, also was ich beobachte, dass viele sind sehr vorsichtig, schon seit 2-3 Monaten. Ist auch gerechtfertigt, weil SMI und DAX und alle europäischen Börsen gehen plus minus seitwärts. Die US-Börse, haben wir schon darüber gesprochen, sieht währungsbedingt etwas anders aus. Aber was ich feststelle ist, dass die Positionen, die sie halten, tendenziell größer geworden sind. Also man ist vorsichtig, ist aber dennoch immer longer. Das ist das, was ich sehe. Also man sagt, man sei vorsichtig, aber ist doch schon ein bisschen bullish. Ja, gut investierte Bären eigentlich. So könnte man das irgendwie zusammenführen. Was ändert sich gerade jetzt an der Börse?
Der Börsenaufschwung wird etwas breiter und beliebter. Die Anleger waren sehr vorsichtig und skeptisch und jetzt werden sie optimistischer. Das sieht man beispielsweise am Geld, das in Fonds investiert wird. Lange wurden dort entweder Technologieaktien, also Wachstumsaktien gekauft, oder dann in anderen Phasen wurden Substanzaktien gekauft, Value-Aktien. Es gab so ein Hin und Her zwischen Value- und Growth-Aktien, aber jetzt in letzter Zeit wird eben in beide investiert. Das heißt, die Anleger setzen vermehrt auf einen breiten Börsenaufschwung. Ein ähnliches Bild zeigt sich am Optionsmarkt. Dort setzen Anleger mit Call-Optionen auf steigende Kurse. Und im ersten Halbjahr haben sie vor allem Call-Optionen auf den S&P 500 gekauft oder auf die glorreichen 7. Und jetzt, in letzter Zeit, sieht man, die Anleger kaufen auch mehr Call-Optionen auf andere einzelne Aktien. Da verbreitet sich dieser Aufschwung ebenfalls. Roland, was meinst du da? Siehst du das auch, dass sich jetzt ein bisschen Schub ergibt, weil die Anleger breiter investieren? Ja, ich glaube allerdings, dass dieser Effekt eher daher rührt, dass eben die Zuversicht stimmt und deshalb geht man in kleinere Werte hinein. Du hast vorher gesagt, die großen Werte in den USA haben gezogen, die ziehen eben nicht mehr so und deshalb ist man jetzt etwas mutiger und kauft auch etwas kleinere Aktien. Das sieht man eigentlich querbeet. Mich stimmt das eigentlich nicht wirklich zuversichtlich. Heißt denn das nicht, dass man eher auch wieder oder erst recht auf den Index setzen kann, weil quasi die Flut hebt alle Boote? Ja, die Indizes gehen, wir haben schon darüber gesprochen, de facto seitwärts und das tun sie weiterhin. Ich sehe da jetzt nicht irgendwo großes Potenzial. Wir haben so Trading Ranges, die sind so etwa 10% plus minus breit und da bewegen sich die Märkte halt hin und her. Jetzt im Augenblick, die letzten Tage, gerade wieder etwas mehr nach unten. Ja, vielleicht gibt es noch mal so eine Kaufgelegenheit, aber mittelfristig ist das halt einfach Trading. Also der Optimismus der Anleger wird sich nicht jetzt niederschlagen, dass es jetzt ein bisschen Schub nach oben gibt. Ja, sie blenden halt aus, weshalb es steigt. Oft sind die Anstiege, die kommen dadurch zustande, dass wir zuerst einen Kursrückgang haben. Und dann ist es halt wie bei der Sonnenuhr, zählt die schönen Stunden nur. Wenn es dann nach oben geht, freut man sich wieder umso mehr. Aber entscheidend ist, was unterm Strich rausschaut. Und da schaut eben nicht so viel raus, wenn man nicht tradet. Das heißt, man kann höchstens taktisch kurzfristig versuchen, diesen kurzen Anstiege mitzunehmen und dann muss man aber rechtzeitig wieder raus. Ja, das ist auch der Grund, weshalb die Perspektive der Investoren tendenziell, das beobachte ich, immer kürzer wird. Es interessiert nicht mehr, was längerfristig geschieht oder mittelfristig, sondern einfach Trading-Gelegenheiten. Es gibt also Gelegenheiten zum Trading. Trotzdem nehmen wir jetzt noch den Feldstecher hervor und schauen ein bisschen weiter in die Zukunft. Wir dürfen uns nicht zu früh freuen, der Zyklus ist noch jung. Und zwar erfahrungsgemäß zeigt sich, es dauert länger, bis eine Rezession eintritt, nachdem die Notenbanken die Leitzinsen erhöht haben. Das sehen Sie hier im Bild. Historisch sind wir also nicht sehr weit im Zyklus und die Rezession kommt erst noch. Dass eine Rezession vermieden wird, da ist die Chance erfahrungsgemäß sehr gering. Und einfach auch gefühlsmäßig, wenn die US-Notenbank den Leitzins in 16 Monaten von 0 auf 5% erhöht, das ist fast nicht möglich, dass das die Wirtschaft völlig unbeschadet übersteht. Die Anleger werden also optimistischer, der Börsenaufschwung wird breiter. Wir dürfen aber den Feldstecher nicht aus der Hand legen, wir müssen nach vorne schauen. Roland, was meinst du, wenn wir ein bisschen auf den weiteren Aktienmarktausblick sehen? Ja, da braucht es einfach ein Zufluss an Frischkapital, damit die Kurse, die Preise nach oben gehen. Und das sehen wir im Augenblick nicht, eher das Gegenteil. Woher sollte dann das Kapital kommen? Ist das, wenn die Leute Cash wieder an die Börse bringen oder wie sieht das aus? Ja, wenn du zum Beispiel andere Dinge nicht mehr bedienen musst, zum Beispiel jetzt Zinszahlungen, aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn du vielleicht eine Hypothek zu bedienen hast, dann hast du auch
gesehen, dass jetzt die Zinszahlungen, die du tun, die du tätigen musst, deutlich höher sind als noch vor einem Jahr. Und das zieht einfach Kapital ab. Also du hast so und so viel Geld zur Verfügung, um zu investieren, aber das wird halt eben weniger, weil du halt Zinsen bedienen musst. Und bei den Firmen ist das ebenso. Immer mehr geht für die Bedienung der Kredite einfach weg und ich glaube, das ist keine gute Voraussetzung für wirklich höhere Kurse. Also die hohen Zinsen sind der wichtigste Bremsklotz für die Börse vorderhand? Ja, du hast es gezeigt, es dauert halt eine Weile, bis das wirkt. Und eben die Hypothek, wenn man eine längerfristige Hypothek hat, wird die vielleicht erst jetzt zur Verlängerung fällig. Und dann wirkt dann aber der Effekt und ist umso überraschender, wenn da dann halt kommt. Und das dauert halt und das ist, glaube ich, im Gange im Augenblick. Müssen wir also als Anleger jetzt warten, bis die Zinsen wieder sinken und vorher ist es schwierig? Also ich glaube, zuerst muss man einfach als Investor jetzt einfach warten, bis die Kurse gesunken sind und die werden schon sinken. Im Augenblick geht es ja nicht mehr wirklich vorwärts, haben wir schon darüber gesprochen. Und ich rechne also schon mit einer Korrektur, so im Umfang 10-15%. Und dann müssen wir dann schauen, wenn das dann fertig ist, dann kann man sich wieder einsteigen. Und da ist auch die Aussicht größer, dass dann die Zinsen auch wieder etwas rückläufig werden. Als Aktienanleger können wir also auf den besseren Einstiegszeitpunkt warten und dann auch noch auf sinkende Zinsen hoffen. Jetzt kommen wir zum Dessert, zu den beiden Aktientipps. Mein Aktientipp ist Tecan. Der Laborausrüster aus Männedorf ist auch ein Top-Pick bei F&W die Analyse. Ein wichtiger Grund ist die Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Tecan ist in der Corona-Pandemie auf 45 gestiegen und ist jetzt wieder auf 26 gesunken. Das ist eine moderate Bewertung in der Geschichte des Unternehmens und deshalb ist der Kaufzeitpunkt jetzt gut. Weitere Informationen finden Sie in der Videobeschreibung. Roland, was ist dein Aktientipp? Mein Tipp, das steht in der aktuellen Finanz- und Wirtschaft. SGS, weil ich jetzt für die Börse nicht gerade super bullish bin insgesamt, heißt es auch, das ist kein Trading-Tipp, wo man jetzt erwarten muss, dass man gerade die nächsten paar Wochen große Gewinne einfährt, sondern eher etwas, wo man jetzt vielleicht in den Herbst oder sogar ins vierte Quartal hinein den Kauf planen sollte. SGS ist in einer Bodenbildung drin, längerfristigen Bodenbildung. Und ich glaube, die Aussichten da sind ganz gut. Wie gesagt, die Details kann man im Artikel nachlesen. Tecan und SGS, das sind also unsere Aktientipps. Schreibt im Kommentar, welche Aktien ihr interessant findet. Dann können wir die eine oder andere in einem nächsten Video aufgreifen. Danke Roland, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.